So, dann sind wir wieder. Zatakazone spielt Resident Evil 5. Wie versprochen, haben wir, haben wir euch jemals angelogen? Wir kamen immer wieder. So zuverlässig ist nicht mal die Schweizer Kuckucksuhr. So. Ja, jetzt trennen sich unsere Wege. Ich wünsche dir viel. Oh nein, Hoffi. Ich bräuchte tatsächlich die Munition. Kacke. Kriegen wir das hin? Kannst du nochmal hier über die Ecke? Stimmt. Oh, warte mal, hab ich da was gehört? Du hast meinen Rücken. Das ist ein Hund. Ja. Okay, ist tot. Ja, und. Warte, ich loote mal schnell. Ach, bist du Muni voll? Warte, dann gebe ich dir erstmal deinen Crap. Du behältst meinen Rücken. Ich halte den Rücken frei, genau. Wir klippen ja nicht, also ich kann ja durch dich durchschießen, da kommt der erste Hund, aber alles gut. Bam. Dankeschön. Hinter dir ein Hund mit offenem Mund. Okay. Ach, das reimt sich sogar. Ein Hund mit offenem Mund. Heute der Tag des Reims. Ach, ich soll reimen? Soll ich meinen Buster Rhymes auspacken, hoffe ich? Nachdem der Stone mir gerade offscreen erzählt hat, dass er jetzt eine neue Rapper-Karriere startet. Nicht Karriere. Amateur. Es macht Spaß einfach. Ah! Ey, ohne Pappkan ist das echt ein Problem hier. Ich werde richtig zermürbelt. Und ich höre den Köter, aber ich sehe ihn nicht. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Komme ich auch nicht hin, ne? Wenn ich hier renne. Das ist. Die Uzi hat aber keine Stopping Power. Und die kommen von hinten, von vorne, springen mich an. Das ist echt bitter. Diese verdammten Köter. Ja, also selbst wenn ich drauf schieße, fallen die nicht zurück. Quiz! Oh, wo starten wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Ach, wir haben einen Kontrollpunkt bekommen, als ich darüber gehüpft bin. Warte mal, dann gebe ich dir mal hier im Verwaltungsmenü direkt an Moni. Yeah. So, und dann direkt weiter. So. Ja, ich muss mich jetzt hier irgendwo in der Ecke verziehen. Und warten, bis der... Oh nein, wir dürfen noch mal gegen die beiden Boxer kämpfen, wenn ich das richtig sehe. Ja, gut. Sie, ja. Ich nehme den rechten. Nehmen sie gerade nicht so ernst. Ich mache erstmal Looty, Looty. Wo ist er denn? Da oben, hier. Ach, der ist da lang gekommen diesmal. Cool. Oh ja. Oh. Ich glaube, das war's. Nein, jetzt dürfen wir nochmal den ganzen Kram looten. Darf ich ihn boxen? Ja! Okay. Das war der Schlag. Ah, lassen wir die beiden Kisten da oben mal Kisten sein. Da war eh nur Gewurste drin, ey. Weiter geht's mit der Action. Oh yeah. Ah, vielleicht sollte ich... Ah, hätte das Grüne mal nicht wegschmeißen sollen, ich jetzt benutzen sollen. Weil, wie gesagt, die Hunde sind echt... Ohne Stopping Power sind die gar nicht so ohne, ey. Was? Okay, los geht's. Okay. Ich schmeiß mir... Ich werde einen Health nehmen, wenn ich ein, zweimal angefallen werde. Mhm. Wow, wow, wo bist du? Hast du nicht irgendeine Heilung, die du nehmen kannst? Oh nein. Doch, aber ich nehme sie erst. Ich werde sie erst nehmen, wenn ich einmal getroffen wurde. Ah nee, man hat schon Stopping Power, man muss nur treffen. Das ist der Trick. Treffen. Probier ich auch. Hat jemand gesagt, das stand auch nicht im Handbuch. Ah, diese Drecksblagköder, ey. Ja, es ist kein attraktiver Gegner einfach. Da platzt nichts ab. Ja, das nennt halt ein bisschen aus. Ich bin hier auf so einer Plattform, die sind da drunter. Ich kann da nicht hinsehen. Ich höre sie nur wie bekloppt. Und wenn ich da runterspringe, dann ist er gleichgesetzt mit Selbstmord. Oh je, und meine Uzi-Munition. Ah, ich habe noch welche gefunden. Immerhin. Oh, ich springe jetzt runter, das hilft nix. So, jetzt zieht Hoffi. Hey Köder, das geh mir nicht auf den Sack. Das hört nicht auf mit den Teilen. Oh, es hat aufgehört. Cool. So, jetzt aber schnell. Ich hab dich ja kurz springen sehen. Oh, das war ein Hund, der zu dir gesprungen ist. So könnte es auch sein. Leg dich hin, du Dreckvieh, ey. Warte, ich kann dir den Rücken jetzt frei halten, Holmes. Nee, ist alles gut. Es ging nur um den verkackten Winkel. Ah, wollen wir hier den Geheimgang noch gehen, oder was? Ja. Ach, da kann man ja so drücken, da muss ich gleich raufschießen. Ich wollte auch, hat auch schon gezückt. Oh, das ist Hilfe, was soll man jetzt machen?
Ja, dann steht er wie festbetoniert. Ja, ja, da auch, ich hatte auch kein... Hat auch kein Trefferfeedback so richtig. Oh, Goldbarren. Oh yeah. Oh, der jetzt die Mucke auch mal vorbei. Sehr gut. Ah, genau. Hat sie gerade noch kurz vernommen. Ja, ja, auf diesen lamen Death gerade läuft's ja. Ach, warte mal, ich mach mal den Timer an. Hast du gerade angerufen? Yep. Ich höre gar nicht den Knight Rider Theme. Nee, ist lautlos. Wie unprofessionell von dir. Echt mal. Das ist mein Happy Stick, der bummt. Mein Dildo. Was? So. Batterie gleich alle, oder? Ja, Akku schwach. Ich bin gerade da. Was spüre ich doch? So, Granatski. Ich bin voll. Oh, soll ich das grüne mal nehmen? Ich hab was für dich. Ja, nimm ruhig. Ich. Oh nein! Na, dann hab ich noch was für dich. So. Oh yeah. Come on! Come on! Er schreibt mich nicht an, Mann. Ich bin sensibel. Was kommt denn jetzt überhaupt? Wir haben uns das zu tausendmal. Kommt jetzt nicht gleich an meinen Koffer? Nee. Ach, lass mich einfach überraschen, ist doch schön. Wenn du die Munition nicht mehr haben willst, ich kann sie nicht ganz nachladen. Ja, hier unten war doch ein Koffer. That won't be a problem. Once he knows we're here, he'll find us. And how do you know that? Let's just say we have a history together, and he's not the type to let grudges go. You must have done something to really piss him off. Inventarproblem könnte tatsächlich gleich ein Problem werden. Mhm. Oh, hier ist der Striker. But not until after we put an end to all this. Auf, wir kaufen wir uns einfach, wenn wir sie brauchen. Ja. Nee, aber weil es, ich habe jetzt zwei Inventar. Ich nehme sie mal mit. Ja, schieß sie her. Dann kann ich rum, muss ich nicht rumheulen, wenn Hunde kommen. Ah, hier, schau mal, hier ist der rote Kasten von. Ah, nicht ganz. Von Alan Wake. Come on! So. Come on! Freeze! Nothing that concerns either of you. We're not giving you an option. Now spit it out. Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Damn it! She's tough. I'll give her that much. What's this? Chris, is this? Whatever it is, Excella seemed protective of it. Okay, also scheinbar was Wichtiges. Also irgendwie kann ich dich nicht mehr so richtig ernst nehmen in der Zwischensequenz. Ich sehe sogar aus, als wäre ich gerade aus dem Büro hierher gescheucht worden und du, als wärst du gerade aus der Party-Disco auf Mallorca kommen. Ja. Oder Ibiza. Von der Goa. So. Goa Chris, gib bitte. Ah, hier ist doch. Goa Chris hat ein grünes Kraut gefunden. Ja, mach mich mal lustig über Goa Chris. Ich benutze es auch gleich hier. Komm. Bam. Fahr ab auf die Brüder. Baum, baum, baum. Oh, Deggung. Wer kennt. Ach, weißt du noch? Ja, 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 ja. Ja, weißt du noch? Weißt du noch? Weißt du noch? Oh nein. Oh nein. Was hast du getan, Hoffi? Ich überspring nicht. Ich auch nicht. aus Reflex gleich Select gedrückt. Sind das Gegner? Das sind Gegner, okay. Der Typ lebt noch. Ja. Deckung, Deckung. Hier oben links kommt einer. Sehr gut, hast du ihn? Ja. Ach, das ist wieder einer von den Konsorten, der schießt, obwohl er schon keinen Kopf mehr hat. Oh, ich hab das Flammen der Entfernung ausgelöst, sehe ich gerade. Wow. Deckung! Uiuiui. Hm,
Meine Güte. Kann ich den irgendwie treffen? Ja, geil, endlich mal. Durch den Spalt. Boah, ich wechsle gleich die Position, ey. Er schießt nicht mehr. Weil Kugel im Kopf und so. Aber so eine coole Ninja-Rolle. Ich kümmere mich um Ninja Man. Ja, ja. Der soll da mal rumrollen. Er hat doch eine gemacht, Digga. Noch, der macht noch eine. Der geht ja voll ab. Komm hier. Feuer. Burn, baby, burn, ba, ba, bow. Burn, okay, baby, burn. Fackelt der, Mann. Oh, der hat auf mich gezielt, die Drecksau. Der lebt auch noch, was ist, der bringt ja gar nichts. Denkt, du hast ihn voll weggeburnt. Burn, baby, fail, bow. Ja! Kommt da noch vorbei? That's what I'm talking about, Mo. Nein. Damn mother. So. Ui. Mach mal Pause. Oh, du bist ja richtig actionmäßig Frontline. Stabgranate von Endor. Ja, die Star Wars Stabgranate. Oh, das bist du. Boah. Ich hab mich ein halbes Jahr umgedreht. Da kommt zu dir gerannt. Oh, Granat. Ich seh ihn. Ich seh ihn, den Granaten-Heini. So, Stormtrooper, was ist los? Boah, noch ein Schuss extra fürs Gefühl. Ah, ich hab deine Muni aufgehoben. Kannst du gleich? Ist in Ordnung. It's no biggity, man. Und das Kraut haben wir das hier ist noch? Neue Granatski. Wo kommt denn? Bist du das? Ne, das bist du. Warte, ich geb dir kurz deine Muni. Bam. Ich sehe Dr. Granato nicht. Ich höre ihn nur. Ist er hier oben noch im Kanister? Ja, der ist noch hier oben im Kanister. Oh, kriegst du den Kanister? Ja, ich mach ihn kaputt. Ich mach ihn kaputt, Olle. Oh, Sequenz, oh, während nein. Ich ihn kaputt machen will. Okay, oh. Da oben sieht man ihn noch. Doppelter Kanister. Das ist ein neuer Kanister, Hoffi. Ja, ich geh mal wieder um die Ecke. Kriegst du den Schildmann? Oh nein. Schildmann, yes. Hoffi! Oh. Ich bin dran. Ich kümmere mich um MG-Heini. Er ist hinten, der Schildi. Oh je. Und ich kack mir fast in die Hose, ey. Ja, ja. Steht der Typ da noch? Ja. Ich hab ihn. Oh. Oh, da hat er mich noch gestreift. Hat er noch einen Schuss untergekriegt, der Sack? Ja. Ah, komm, oh, da kommt einer hoch. Der nächste. Hier vorne liegt auch noch TMP-Muni. Hi. Where is that? Oh, ich quasi mir im Rücken. Wo ist denn da noch ein Gegner? Ich höre hier immer einen kraxeln. Wo ist der? Da ist wieder hochgeklettert. Der ist gar nicht gestorben. Double teamed, Alter. Den haben wir, oder was? Den haben wir double penetrated, ey. Hört sich an. Ne, der ist hinter den Kisten da. Ganz fies versteckt. Ja, immer. Aber ich höre hier rechts oben auch irgendwie einen. Hast du dann Dolby Surround wieder angemacht, oder was? Oh yeah. Da muss man doch den Kopf nicht verlieren. Mit coolen, lässigen Action-Sprüchen wirst du nur zum Action-Star. Ich sag's dir. Wo kommt das denn her? Simpsons. In der Folge, wo wir da in dem Krusty-Land sind. Mit den ganzen. Nee, nicht im Krusty-Land, mit den ganzen Itchy und Scratchy. Die durchdrehen. Itchy und Scratchy-Land? Ja. War das nicht sogar Euro-Scratchy-Land? Euro-Scratchy-Land, das ist das Schlechtere. Ja. Oh, hier gibt's nochmal Action. Zur Abwechslung. Okay, er hat eine Metall. Leg ihn hin, wenn du willst. Oh, dann ja. Legst du ihn hin. Legst du ihn nochmal hin? Ach, der kommt ja gar nicht mehr hoch. Oh, leg ihn hin, Hoffi. Ja! Ich ja! Ja. Tod durch Beinschuss. Gut, das ist auch eine Arterie. Kann auch schief gehen. Was für ein Hoden. Der ist oder definitiv macht er noch mal was? Geöpft. Explosionsman. Ja. Explosion Man. Ich wollte Deckung machen. Oh. Oh, oh nein. Ich mach mal Captain. Warte. Ich lege ihn hin, wenn er um die Ecke kommt. Okay. Dann lade ich mal meine Waffe nach. Super. was hab ich denn da die ganze Zeit getroffen, bitteschön? Normalerweise geht's schneller, ne? Ja, ja, ich hab das Ding voll im Visier gehabt, aber ich hab immer das Klong gehört vom Boden und da waren auch Einschusslöcher im Boden. Also scheinbar hab ich davon nichts getroffen. Oder es ging durch. Alles möglich. Das Land, das Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten. Bam! Oh, Explosionsmann, oder? Ja. Nee, nein. Das wäre cool.
Twitch-Banane. Hast du Lips? Ich hab, glaube ich, eine Flasche. Ich renn mal ein paar Meter zurück. Oh, das wäre der Hammer. Du hast eine dabei. Jawohl, Mann. Du bist unser Mann. So, warte. Oh, oh. Bam. Oh. Okay, ich dachte, der zeigt uns erstmal seinen Mund. Komm, gib uns einen Juwelenarmreif oder so. Also, da muss man eigentlich sagen, also schon auf der Top 3 der heftigsten Gegner eigentlich. Wenn man keine Flash hat, ist es das Schlimmste, der fieseste Gegner. Vielleicht. Ja, da die Kettensägen, Maginis. Ne? Ja, genau, okay. Magini! Kannst du nicht mal deine Magnum da liegt stabilen? Eine Mine. Ah, die sollen wir vielleicht das, benutzen. Wollen wir die Surroundings benutzen? Explosionsfass und vielleicht ein bisschen Boxen auch. Boxen hilft. Probier mal alles. Weil man will ja nicht so viel rumgeiern, weil der ballert einem gut weg. Er ist gestunt. Warte, ich rüste meine Mine aus. Er ist gestunt. Wo lang geht er dann? Geht er dann hier lang? Er bewegt sich keinen Meter, solange ich drauf schieße. So. Lass ihn kommen. Er ist gleich schon tot, glaube ich. Er hat die Mütze schon verloren. Ja, ich lass ihn kommen. Nimm ihm Deckung. Hast du eine Mine platziert? Ja. Wo denn? Muss da rechts durch den Spalt gehen, dann. Ja, noch einen Meter. Neben jetzt dem Fass da, oder was? Eigentlich da. Bam. Coole Wurst. Ja. Guck mal, da können wir ja gleich mal auf das Fass schießen. Ja. Oh, bam! Der lebt immer noch. Einer sollte mal hingehen und boxen. Ja, mach ich das. Jetzt zum Beispiel. Gib ihn wieder, gib ihn. Ja. Gut. Boah, der ist aber auch groß, der Typ. Okay, ich muss nachladen. Ja. Ich geh wieder ran, ne? Ja. Boah, ey, hast du den Magnum schon an den Kopf gesetzt, oder was? Nein. Vielleicht der Platz dafür. Nein. Es gibt immer einen Platz für den Magnum. Ja. Er ist gestunt, oh, ich komme. Gib mir mal Heilung. Ja, also ich bin leer geschossen, ich habe keine... So, ich gebe ihm Magnum. Schuss habe ich noch. So. Ja, kurz zum Schadensoutput. Meine Waffe macht, also mein Sniper macht 1,3 pro Schuss. Hoffies macht 5000 pro Schuss. Nee, das ist ja die Super-Magnum. Ach, du hast noch die Oldschool-Magnum mit 4000 oder was? Ja, oder 3600 oder? Ich wollte hier nicht rumschieben. Ich habe irgendwas explodieren hören. Ich glaube, da sind noch Gegner. Aber sie macht trotzdem irgendwie 2,7,3 irgendwie in dem Bereich. 3,2 vielleicht? Puh, wir werden es irgendwann herausfinden. Nö. So, ich habe zwei grüne, die kann ich eigentlich mal kombinieren. Do it, man. Ich höre Musik auf ihm. Ja, ich dachte, ich hätte gerade noch eine Granate gehört. Oh, noch eine Mine. Also, ich habe irgendwie Angst, dass hier noch irgendwo sich ein Gegner verzwiegelt. Ja, ich hatte vorhin die ganze Zeit da rechts oben einen gehört, aber... Ja, ich sehe ihn. Der ist ja am Anfang, wo wir reingekommen sind. Ja, genau, dann habe ich ihn. Dann hier, mein genau Dolby richtig surround, gehört. Voll. Komm raus, zeig deinen Granatengürtel. Oh, getroffen. Aber nicht getötet. Oder doch? Ne, der kommt nicht mehr. Na egal, müssen wir ihn zurücklassen. Da kann man gerade nochmal rausgeschwindet. Ach komm, wir reden weiter. Scheiße auf den. Ich hab ihn! Putti. Ich hab ihn! Stirb! Ich habe jetzt 50 Mal die Granaten getroffen, sage ich dir. Ich sehe dich da nur, dass ein Magazin leer kann. Er ist tot. Aua, ist vorbei, Stelle. Ich habe was für die Schussquote gemacht. Oh, jetzt kommt ja eine interessante Stelle. Holst du schon den zweiten Schlüssel? Weil wir brauchen zwei Schlüssel, um hier durchzukommen, wie man hier an diesen beiden Keycard-Slots erkennen kann. Und Hoffi, klug wie er ist, hat sich gleich mal die zweite Karte geschnappt. Oh yeah. Rot und blau. Schmeckt also die männliche Sau. Und die weibliche Karte. Whatever, Hoffi. Was immer du sagst. Die müssen hier transfusieren. Ich vergesse den Gedanken. Nimm Deckung. Hör auf mich zu bevormunden. ich gehe von links ran, oder was? Dass wir die aufteilen, die Jungs. Ja. Oh, ich wurde erwischt tatsächlich. Und das als Tipp, Leute, diese Kisten, hinter denen wir uns gerade verstecken hier, die kann man nicht kaputt machen. Die kann nur der Raketenwerfer-Typ kaputt machen. Ja. Was er aber gerade irgendwie nicht macht.
Nee, also auf Pro haben sie uns die Deckung hier ganz schnell weggeballert. Ja, das runtergehüpfte Penner. Genau, auf Pro waren das irgendwie 2-3 Schüsse, da war alles weg, ey. Bäm! Das war noch Zeit. Und da ist halt recht viel Loot drin. Und auch Gold und Kohle, richtig. Also schon nicht ohne. Also wenn man da wirklich Inventar- bzw. Itemknappheit hat, ein bisschen abwarten. Und die Kisten aufschießen lassen. Weil ich hab's getestet, also mit... Zumindest mit den Granaten kriegt man es nicht auf. Ich weiß nicht, wie es mit dem Raketenwerfer aussieht. Oh, kannst du das grüne Kraut nehmen, damit ich hier die restliche Muni mitnehmen kann? Ich habe nämlich das Gefühl, dass es nicht, dass ich keinen Platz mehr habe. Wir können auch ein kleines nehmen für dich, damit ich ganz voll. Natürlich habe ich Platz, Digga. Ich habe voll. Geben, bam. Dankeschön. Bam. Burn, baby, burn. Weil jetzt will man die Muni ja doch wieder einsammeln. Das haben wir uns ja so ein bisschen. Hatten wir uns gewöhnt. Ein bisschen, bei Profi brauchte man das nicht mehr dann, weil wir dann immer auf unendlich Moon gespielt haben. Was ich sagen muss, auf dem langen Ende ein bisschen den Spaß rausgenommen hat. Es hat immer noch Spaß gemacht. Klar, looten, aber so ist ein immer bisschen gut. Gucken müssen, habe ich noch Munition, nehme ich lieber eine andere Waffe, um Munition zu sparen, wie ich das jetzt machen werde zum Beispiel. Oh, was ist das hier? Hast du eigentlich einen Timer gestellt? Ja, also ist vorbei. Ist vorbei, wollen wir denn hier, bevor wir hochfahren? Das ist eine gute Idee. Da kann erstmal nichts passieren. Können wir schön ins Windows zurück switchen, die Folge fertig machen, ohne dass wir überrascht werden von bösartigen Gegnern. Oh yeah, und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Zone spielt Resident Evil 5. Haut rein, Leute. Bis dann.